Ja, dann heiße ich dich wieder zu einer kleinen Mini-Meditation willkommen. Diesmal geht es um das Thema Gerüche. Das heißt, es wird eine Riechmeditation werden, die, ja, sagen wir mal, ein paar neue Eindrücke in dein Leben bringen werden. Denn auf Gerüche achten wir ja besonders, vor allem wenn sie uns unschön auffallen. Deshalb ja, eignet sich diese Übung besonders gut dazu, sagen wir, unsere wertfreie Aufmerksamkeit zu schulen. Denn wenn wir einen Geruch wahrnehmen, dann berührt er uns meistens etwas unangenehm. Zum Beispiel das schwere Parfüm von jemand anderem oder vielleicht die Auspuffgase an der Fußgängerampel oder es vielleicht sogar bei schlechtem Essen oder saurer Milch. Also im schlimmsten Fall kommt es halt zur Übelkeit oder wir drehen uns halt sehr schnell weg, weil wir gewisse Gerüche halt einfach nicht so gern mögen. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir scheinbar am liebsten immer die frische Luft, warum es den meisten Menschen natürlich auch unter anderem in der Natur so gefällt, weil da einfach der Geruch einfach sehr, sehr klar ist und sehr fein und vielleicht die Blumen oder eine frisch gemähter Rasen einfach ein wohltuenderer Duft ist für unsere Nase. Okay, dann lass uns direkt starten. Du kannst die Übung im Endeffekt auch wieder überall machen. Ein Ort, wo Gerüche vorhanden sind, eignet sich natürlich am besten. Also, du kannst es überall machen, ob in der Straßenbahn oder wie gesagt schon in der Natur. Such dir jetzt wieder einen Platz, wo du für die nächsten 5 bis 10 Minuten einfach ein bisschen, ja, einfach zur Ruhe kommen kannst und in die Welt der Gerüche eintauchen kannst. Und dann nimm einfach zu Beginn wieder für dich eine entspannte, aber aufrechte Haltung ein, sodass du fokussiert, aber dennoch entspannt durch die Übung gehen kannst und vom Ort ist es wirklich erstmal egal, ob du in der überfüllten U-Bahn oder im Bus sitzt oder tatsächlich irgendwo in der Natur, auf einer Decke, im Gras. Alles ist möglich, um diese Geruchsmeditation durchzuführen. Dann lass uns, wie gesagt, starten. Wenn du einen Platz gefunden hast, lade ich dich wieder ein, am Anfang deine Augen zu schließen, um mehr bei dir anzukommen und die Energie und deinen Fokus auch wirklich zu deiner Nase zu bringen und zu bündeln. Und zu Beginn lade ich dich auch ein, erstmal wieder 2, 3 tiefere Atemzüge zu nehmen, tief einzuatmen, den Atem kurz halten. Und wieder ausatmen. Und noch zweimal tief einatmen. Die Luft kurz anhalten. Und wieder ausatmen. Ein letztes Mal tief einatmen. Luft anhalten. Und wieder ausatmen. Genau. Und dann lass deinen Atem einfach so fließen, wie er jetzt gerade fließen will. Dein Fokus richtet sich jetzt auf deine Nase und auf all die Eindrücke, die in den nächsten Minuten durch deine Nase aufgenommen werden und als Signale an dein Gehirn weitergeleitet werden. Und dann versuche beim nächsten Einatmen den ersten, vordergründigsten Geruch wahrzunehmen. Schau einfach mal, welcher Geruch dir jetzt gerade als erstes in die Nase steigt. Und selbst wenn du jetzt vielleicht beim ersten Mal denkst, ich rieche nichts, kein Problem, atme einfach weiter und versuch wirklich immer feiner mit dem Geruch zu werden. Und schau, ob vielleicht irgendetwas intensiver hervorsticht. Und wenn nichts besonders hervorsticht, dann versuch einfach die einzelnen
vielleicht gleich starken Noten oder vielleicht den Gesamtgeruch deiner Umgebung, wo du jetzt gerade bist, aufmerksam wahrzunehmen. Mit jedem Atemzug versuchst du bewusst, die Gerüche deiner Umgebung wahrzunehmen. Und wenn du einen Geruch oder vielleicht mehrere in deine Nase bekommst, dann versuch mal herauszufinden, was das genau für ein Geruch ist. Wenn es mehrere sind, vielleicht herauszufinden, wie sich dieser Geruch zusammensetzt. Ändert er sich vielleicht, wenn du deinen Mund beispielsweise ein wenig öffnest? Denn deine Nase und die Zunge unterstützen sich beim Schmecken und Riechen gegenseitig. Und empfindest du einen Geruch anders, wenn du die Luft tief in deine Lungen einatmest, als wenn du vielleicht flache oder kürzere Atemzüge nimmst? Kannst du ja einen Unterschied zwischen tiefen, langen Atemzügen und flachen, kürzeren Atemzügen wahrnehmen? Und wenn du einen Geruch hast oder mehrere, wie würdest du ihn vielleicht beschreiben oder charakterisieren? Das, was du gerade wahrnimmst und riechst, ist das für dich eher angenehm oder eher ein unangenehmer Geruch? Und selbst wenn es ein unangenehmer Geruch ist, nimm ihn einfach nur zur Kenntnis und benenne ihn im Geist. Aber versuch ihn nicht zu bewerten. Also, wenn du beispielsweise Benzin riechst, sag einfach Benzin und kein Gestank oder Benzingeruch. Einfach bewerten, was es ist. Es ist, was es ist. Und es riecht, auch wie es riecht. Einfach nur wahrnehmen, ohne es zu bewerten. Und wenn ein neuer Geruch in deine Nase kommt, kannst du auch hier wieder sehr bewusst diesen Geruch wahrnehmen. Und wenn keiner sich einstellt, dann ist das auch in Ordnung. Du kannst diese Übung immer wieder in deinem Alltag durchführen. Vor allem, wenn du einen Geruch hast, der dich stört. Immer wenn du in deinem Alltag irgendetwas riechst, was in dir Ärger oder irgendwelches Unwohlsein auslöst, nimm es einfach zur Kenntnis und benenne den Geruch, ohne ihn zu bewerten. Und du musst dich hier zu nichts zwingen. Die Übung ist vielleicht nicht immer ganz einfach, gerade wenn wirklich sehr unangenehme Gerüche da sind. Doch je häufiger du diese Übung durchführst, umso mehr kannst du einfach die Gerüche als das benennen, was sie sind. Du kannst die Übung auch immer sehr bewusst durchführen, wenn du beispielsweise an einer Blume vorbeigehst oder frisch gemähtem Rasen
dass du einfach dich geschlossenen Augen auf diesen Geruch völlig einlässt und den Geruch wahrnimmst. Und dann ist es auch hier wieder Zeit für dich, langsam zurückzukehren. Du kannst wie immer 2, 3 tiefere Atemzüge wieder nehmen und dann langsam in deinem Tempo wieder hier ankommen, die Augen öffnen und zu deinem normalen Alltagsgeruch wieder übergehen. Und erinnere dich dann in deinem Alltag immer wieder daran, sehr bewusst zu riechen und es einfach nur wahrzunehmen. Ich wünsche dir einen sehr duftvollen Tag und freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke.